geschlossen, wie das Bildungsministerium mitteilt. In 8 Grafschaften gilt die höchste Alarmstufe. Fährverbindungen wurden eingestellt, mit Flugausfällen ist zu rechnen. Die Bevölkerung soll die Küstenregionen meiden und auf alle nicht notwendigen Autofahrten verzichten. Auch im britischen Nordirland gelten Unwetterwarnungen. Im österreichischen Bundesland Tirol haben die Bürger in einem Volksentscheid mehrheitlich gegen eine Bewerbung um Olympische Winterspiele gestimmt. 53% der Teilnehmer entschieden sich gegen Olympia. Damit wird sich die Landeshauptstadt Innsbruck für das Jahr 2026 nicht um die Ausrichtung bewerben. Einzelne Wettbewerbe hätten dem Konzept zufolge auch in den deutschen Orten Garmisch und Inzell stattfinden sollen. Es ist bereits das dritte Mal, dass eine Bewerbung Innsbrucks an einem negativen Votum der Bevölkerung scheitert. Und hier noch einmal die Übersicht. Nach der Niedersachsenwahl wird in Bund und Land über mögliche Koalitionen diskutiert. Europäische Politiker haben dem österreichischen Außenminister und ÖVP-Vorsitzenden Kurz zu seinem Wahlsieg gratuliert. Im Irak ist das Militär in die autonome Region Kurdistan eingerückt. Das Wetter. Heute viel Sonne, in der Mitte und im Süden teils neblig trüb, Höchsttemperaturen von 18 bis 27 Grad. Morgen wieder viel Sonne und einige Wolken im Norden und Westen, im Süden und in der Mitte wieder länger neblig, 18 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch im Norden wolkig und vereinzelt etwas Regen, im Süden sonnig bei bis zu 22 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 6.30 Uhr. Deutschlandfunk, 6.10 Uhr, die Verkehrslage. Die A5 Basel-Karlsruhe ist zwischen Freiburg-Nord und Thieningen in beiden Richtungen gesperrt. Dort löscht die Feuerwehr einen brennenden LKW auf dem Standstreifen. Informationen am Morgen. So, weiter geht's mit diesem Vortrag. Vorarbeit habe ich ja eben schon mal ein bisschen gemacht. Jetzt starten wir den Vortrag in aller Ruhe mit Folie 1. Das kann man dann später auf dem YouTube-Video ganz gut dann auch die Zeiten angeben für die wichtigen, entscheidenden Beiträge. So, Folie 1. 2. Kurskorrektur ist ein schönes Wort. Leider nur der Verein macht diese Kurs. Das ist richtig. Stoffliche Nutzung der Biomasse. Pflanzenwelt vermehren, zum Beispiel vermehrte Wiederaufforstung. Energetische Nutzung nur bei nicht lagerfähigen und stofflich nicht nutzbaren Bioabfällen, zum Beispiel Gülle. Oh, bin ich schon bei Folie 8. Energetische. So. Das ist dann Folie 8, ja. Oh. Fehlt unten noch was? Energetische Nutzung der Biomasse möglich. 100% erneuerbare Energien, auch ohne energetische Nutzung der Biomasse möglich. Windenergie als wichtigster Beitrag der Land- und Forstwirtschaft. In Städten würde ich dann Photovoltaik favorisieren. Das ist noch wichtiger. So. Energetische Biomasse soll fossile Brennstoffe ersetzen. Beide erzeugen CO2. Beide belasten das Klima. Im ersten Fall braucht die Photosynthese über 10 Jahre, um den Vorgang umzukehren. Im zweiten Fall kommt noch 1 Million Jahre hinzu. Ja, so lang dauert die Entstehung der Kohle, ne? Aha. Aber
Bei energetischer Biomassennutzung erfolgt inzwischen zunehmend zusätzlich nicht mehr als Ersatz für fossile Energie. Tja. Der Vortrag ist übrigens schon älter, ne? Ja. Ja. Verlängerung des Peak Oils. Ja, das haben wir dann hier. Dann die schönen Rapsfelder. Schön gelb. Ja. Bild Jose Reinaldo da Fonseca. Könnte ich ja mal draufklicken. Nee, geht nicht. Habe ich gedacht. Zuckerrohr auf 4 Millionen Hektar in Sao Paulo. Für Bioethanol. Ja? Lese ich hier unten drunter. Zuckerrohr in Uruguay. Mhm. Bild Michael van Bevern. Wenn der Treibstoffpreis steigt. Gut, hier sind wir wieder beim Anfangsbild. Auf Folie 34. Es wird auf dem YouTube-Video woanders liegen. Photosynthese, hier ist sehr gut der Prozess erklärt für die Chemiker unter uns. 38, Folie 38. Das ist, zeigt mal so den Gesamtkreislauf an. Kohlenstoffkreislauf, nicht CO2. CO2 ist ja Kohlenstoff mit Sauerstoff. Ne? Relativzahlen bezogen auf Biomasse gleich 1. Alle Werte mal 0,6 mal 10 hoch 18 Gramm Kohlenstoff, C. Anthropogen beeinflusste Stoffflüsse. Ne? Von einem Professor Dr. Wolfgang Oschmann. Ne? Ja. Weiter geht's. Weiter. Den Download werde ich bei den Fans vom Frankfurter Garten machen. Und den Download unter dem Video machen. Vielleicht findet sich einer, der diese Präsentation besser darstellt. Ja. Zielkatalog. Photosynthese verstärken, absterben oder verrotten, verlangsamen. Wo ist der Kohlenstoff der gekappten Zweige jetzt? Nur drei Möglichkeiten. Lebendig. Tote, lebende Biomasse, tote Biomasse oder Atmosphäre. Das ist das Dilemma, ne? Würde auch die marsianische Biomasse vergrößern. Mehr Photosynthese verringert CO2 in der Atmosphäre. Das ist richtig. Bäume brauchen das auch, CO2. Muss wieder mal eine Pause machen. Wir sind bei Folie
10 kann ja nicht sein, ne? Es ist Folie 99. Ne, Folie 100. Aha. Ah, ja. Jetzt sehe ich es, 101. Sieht, Atmosphäre ist fett gedrückt. Ne? Ja, wissen was in Englisch? SOC ist größter gelöster organischer Kohlenstoff in Gramm pro Quadratmeter bis in 20 cm Bodentiefe. Aha. Video ist bei 11 Minuten schon. Klee-Kräutermischung. Die ist die Wurzeltiefe von einigen Pflanzen angegeben. Naturwald erhöht den Kohlenstoffgehalt der Böden und verringert damit CO2. Ja, gut. Holzbau statt Beton im Bauwesen. Das hatten wir am Hausmarkt. Das ist ganz wichtig, ne? Jahreserträge in Megawattstunden pro Quadratmeter. Photovoltaik pro Quadratkilometer. Das wären 50.000 Megawattstunden pro Quadratkilometer. Das kann man natürlich jetzt auch auf den Quadratmeter runterrechnen. Aber wir haben ja im Frankfurter Garten andere Werte entwickelt. Ja, Wind ist nur halb so viel, weniger als halb so viel wie Photovoltaik. Gut. Photovoltaik hat den höchsten Flächenertrag, braucht aber keine Ackerflächen. Es gibt genügend Platz für Solarzellen auf Dächern und Fassaden. Dort können Solarzellen fast die Hälfte des jetzigen Strombedarfs bereitstellen. Das üben wir jetzt ja gerade im Frankfurter Garten. Raps und Miscanthus bringen erheblich weniger Energieernte als Windenergie und blockieren Fläche für den Anbau von Nahrungspflanzen oder Wald. Hm? Gut. Oben drüber steht, der Land- oder Forstwirt als Energiewirt. Fertig der Vortrag. Jetzt ratter ich nochmal zurück am Anfang in Zeitraffer. Danke für die Aufmerksamkeit. 15 Minuten sind erfüllt. Ganz
kann ich wieder weiterhören, was... Der Verlust im Land an der grünen Spitze im Bund. Die Sondierungsgespräche für die Regierungsbildung beginnen am Mittwoch. Dann trifft sich die Union zuerst mit der FDP, direkt darauf folgen die Grünen. Einfacher ist die Nummer jetzt nicht geworden. Es wird schwierig, so der Tenor aller Jamaika-Sondierer vorab. Ungewöhnlich fröhliche Gesichter gab es dagegen.